Schon in der Planungsphase war uns bewusst, dass der Zeitplan sehr knackig sein würde. Deshalb haben wir uns einen Bauzeitenplan überlegt für jedes einzelne Baulos und die Baulose so gut miteinander abgestimmt. Und somit haben wir zeitlich auch keine Probleme. Abbiamo anche fatto un calcolo idraulico di questo tubo in calcestruzzo. Sì, è stato fatto il calcolo idraulico, è abbastanza il DN 2000. Die größte Herausforderung in der Errichtung der Wasserfassung war der Betriebsstillstand der Oberstufe, welcher nur 2 Wochen umfasste, effizient zu nutzen. Innerhalb dieser Zeit musste alles errichtet werden, um eine effiziente Baustellenumleitung für die Oberstufe zu errichten, damit das Kraftwerk wieder in Betrieb gehen kann. Im Anschluss konnte im Schutz dieser Baustellenumleitung der Pfitscherbach wieder in sein ursprüngliches Ufer zurückverlegt werden und die Bachunterquerung abgeschlossen werden. Wir nutzen hier in diesem Kraftwerksprojekt das Ausleitungswasser eines bereits bestehenden Oberliga-Kraftwerks. Dies geschieht durch Anschluss von einer ca. 2 Kilometer langen Druckrohrleitung. Das neue Kraftwerk hat eine Leistung von etwa 3 Megawatt, einer Fallhöhe von ca. 51 Metern. GFK ist viel leichter als Stahl und somit handelbarer auf der Baustelle. Und ein weiterer großer Vorteil ist die Bauabfolge auf der Baustelle, die mit Kunststoffrohren viel, viel schneller vonstatten geht als mit Stahlrohren. Ein großer Vorteil der GFK-Leitungen ist auch die gewisse Flexibilität des Materials. Diese Leitung kann den Druckstoß viel besser absorbieren als eine Stahlleitung. Somit konnten Kosten eingespart werden, weil wir das Wasserschloss nicht bauen mussten. Also die gesamte Baustelle und Projektierung konnte im Zeitraum von 16 Monaten abgeschlossen werden. Das ist sicherlich eine Rekordzeit. Voraussetzungen für diese Rekordzeiten sind ein sehr gut eingespieltes und motiviertes Team und ein sehr, sehr straffes Projektmanagement. In der Bauphase selber war es dann sehr wichtig, bei regelmäßigen Baustellenbesprechungen zu kontrollieren, ob der Bauzeitenplan auch eingehalten wird von den Firmen und so die Baulose gut ineinander übergreifen können. Die 3 Turbinen haben unterschiedliche Größen. Also es gibt eine sehr kleine Maschine, welche hauptsächlich in den Wintermonaten die geringen Abflüsse abarbeiten wird. Eine mittlere Maschine,
welche in den Übergangsjahreszeiten das Wasser optimal abarbeiten kann. Und in den Sommermonaten werden diese beiden kleinen Turbinen gemeinsam mit der größten Turbine die Spitzenabflüsse und Schmelzwasserabflüsse des Sommers abarbeiten. Unsere Engineering-Abteilung hat den großen Vorteil, dass sie Fachleute aus allen relevanten Gebieten bis hin zum Betrieb im Haus hat und auch sehr gut nach außen vernetzt ist.